Hi, was geht? Ich bin's Christos und heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe mal wieder einen Ehrengast dabei. Alter! Meine Schwester ist heute mit dabei und wir machen heute was richtig Krasses. Ich habe nämlich was online bestellt und... Ich habe online was bestellt und zu... Und zwar Insekten und die essen wir heute. Das sind so Insekten dabei, die sind schon fertig und das sind welche dabei, die müssen wir noch kochen. Das sind echte Insekten und die sind noch roh. Und dann sind noch fertige dabei, die sind schon geröstet und alles und ein bisschen mit Gewürzen versehen und ja, wir essen das jetzt einfach. Wir fangen jetzt an mit den fertigen. Wir tun die jetzt mal auf den Teller packen und dann probiert jeder von uns das Ganze. Wir probieren jetzt hier als erstes die Crispy Critters. Das sind Barbecue-Flavored Mealworms, also Mehlwürmer. Das Ganze hier, das sind gerade mal 3 Gramm. Vom Riechen her, das riecht wie Nüsse, oder? Also, ja. Das riecht eigentlich richtig gut, Barbecue-Flavor. Und ich habe Schiss, aber wir probieren es jetzt. 1, 2, 3. Das schmeckt richtig lecker. Das bewegt sich mit was. Ja, gut. Ja. So viele kann man davon nicht essen. Komm, wir lassen es. Aber die erste Hürde haben wir geschafft. Schmeckt wie Chips oder sowas. Ja. Also das sind jetzt Grillen mit Curry-Geschmack. Und wie ihr sehen könnt, sind da noch die ganzen Beine und alles dran. Eins, zwei, drei. Wir essen einfach Insekten, das ist so krass. Oh mein Gott. Von den Würmern, die kann man auf jeden Fall essen. Das sind so, das sind echt die neuen Snacks. Statt Chips und sowas zu essen, isst man jetzt in Zukunft sowas. Ich bin mir 100% sicher. Die liefern richtig viel Protein, die sind richtig gesund, die Dinger. Ja. Und jetzt, ja? Die mit Barbecue sind schon gut, aber mit Curry... Curry sind nicht so. Ja, das ist ich finde auch die Barbecue besser. Und jetzt gehen wir zum Kochen, Braten, was weiß ich. Mal schauen, wie man die Dinger zubereitet. Jetzt machen wir hier die Grillen. Auf jeden Fall machen wir jetzt, wir haben hier 2 Packen. Und die tun wir jetzt hier frittieren und rösten. Einmal ohne Öl und einmal mit Öl. Und wir machen es jetzt erstmal ohne Öl, die Dinger. Die stinken. Also ich finde, das riecht richtig eklig, aber... Nee, also doch jetzt, wenn... Ich finde, das riecht eklig. Also das riecht doch nach Sonnenblumenkerne. Irgendwie Sonnenblumenkerne, irgendwie so Hasenfutter oder so, kann ja auch sein. Genau, ja. Egal, wir tun es jetzt einfach mal rein. Oha, alles. Alles, klar. Die muss man dann ein bisschen würzen oder mit Schokolade kann man das dann essen. Darauf das wäre richtig geil, so mit Nutella oder so, das geht auf jeden Fall alles. Darauf geht auf jeden Fall. Bock. Klar, Leute. Jetzt sind die fertig geröstet und die sehen jetzt so aus. Die riechen richtig lecker nussig und ich probiere jetzt einfach mal eins, einfach ohne irgendwas. Die sind jetzt nicht gewürzt, gar nichts. Schmecken einfach nach Nuss. Nach Nuss und Sonnenblumenkerne, das ist echt faszinierend. Wir, schmeckt ein bisschen salziger. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, ein bisschen Pommesgewürz auf das Ganze drauf zu tun. Und einen Teil machen wir mit Pommesgewürz und einen Teil machen wir mit Nutella oder Schokolade. Schokolade einfach. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Ganze mit dem Pommesgewürz zu probieren und sie probiert es mit Nutella. Und jetzt nehmen einfach einen Löffel voll, ich habe auch einen Löffel voll und dann hauen wir das Ganze rein. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Guck mal, wie viel. Nee, das meine ich. Doch, nein, bitte. Lass, komm, mein Löffel an. Ich habe auch so viel. Du hast nicht so viel. Leute. Komm, schnell. Komm, ich bin hier freiwillig. Oh. Ich mach, was ich will. Ich kann ihn nicht essen. Oh, das ist so jetzt richtig viel, Mann. Okay, ich habe immer noch ganz schön viel. Das schmeckt richtig eklig. Und Wasser. Das 1, 2, 3. Mm-mm. Ich schmecke zum Glück die Schokolade mehr. Hurra! Auf meinen Zähnen. Wir haben jetzt uns entschieden, noch eine Variante zu machen. Wir haben jetzt hier das Ganze in Karamell karamellisiert. Das schmeckt mir gar nicht. Ja. Vielleicht haben wir es auch falsch gemacht, weil wir es nicht drauf haben. Vermutlich. I don't know. Das ist es nicht. Aber
Das war die ekligste Challenge, die ich je gemacht habe. Das Problem ist jetzt nur, es wird alles gleich schmecken. Es schmeckt sowieso ja nur nach... Das schmeckt genauso wie das vorhin. Ich habe schon nur probiert. Nur ein bisschen. Das ist halt jetzt mit Öl und das Salz. Das ist mit Öl, genau. Aber das schmeckt so wie vorhin. Und das hier schmeckt auch so wie vorhin. Es wird alles gleich sein. In der Infobox findet ihr aber einen Link, wo ihr das bestellen könnt. Dann könnt eure eigene Meinung bilden. Genau, könnt ihr selber mal nachschauen. Wie gesagt, die fertigen Dinger, die waren richtig geil. Ja. Das hier war nicht so geil. Wir haben dann wahrscheinlich die falschen Gewürze. Ja, wir haben es einfach falsch. Weil Barbecue war lecker. Ja. Curry ist halt nicht so lecker. Wir haben es einfach falsch gemacht, leider. Das nächste Mal machen wir es richtig und kaufen ein paar andere Sachen. Mhm. Auf jeden Fall hoffen wir, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr konntet mal so sehen, Insekten sind lecker und das sind auf jeden Fall trotzdem die Snacks der Zukunft, bin ich mir sicher. Die sind mega eiweißhaltig und auch gesund auf jeden Fall. Folgt mir auf jeden Fall auf Snapchat, ihr auf Instagram und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Haut rein und bis dann. Ciao. Adios.